Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 263. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen auch heute zu dir, weil wir deine Wegweisung brauchen. Wir wissen nicht genau, wohin du uns heute stellen möchtest an diesem Tag. Aber du hast Pläne und du möchtest zu uns sprechen und du möchtest uns mit deinem heiligen Geist erfüllen. Und wir möchten etwas lernen von deinem Wort. Und darum bitten wir dich, dass du jetzt unser Lehrer bist. Im Namen Jesu. Amen. <laughs> wir sind in Josua Kapitel 19 und es geht um die Erbteile der weiteren Stämme Israels. Und wir sind gerade bei den Städten, die dem Stamm Simeon zugefallen sind. Ab Vers 3 heißt es. Hazar Shual, Bala, Esem, El Tolat, Betul und Horma. Ziklag, Bet Hamarkabot, Hazar Susa, Bet Leberort und Sharuchen. Das sind 13 Städte und ihre Dörfer. Ein, Rimmon, Eter und Asan. Das sind vier Städte und ihre Dörfer. Dazu alle Dörfer, die um diese Städte liegen, bis nach Baalat Beer. Das ist Süd Rama. Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Simeons nach ihren Geschlechtern. Von dem Anteil der Söhne Judas war das Erbteil der Söhne Simeons genommen, weil das Erbteil der Söhne Judas für sie zu groß war. Darum erhielten die Söhne Simeons ihr Erbteil mitten in deren Erbbesitz. Die Söhne Judas hatten 112 Städte bekommen. Aber stellt sich heraus, so viel brauchen sie gar nicht. Was machst du, wenn du feststellst, dass du so reich gesegnet bist, so viel erhalten hast? dass du es alles gar nicht selbst verwenden kannst. Hier sehen wir ein schönes Prinzip. Ein anderer, kleinerer Stamm wurde aufgenommen in, in die Mitte des Stammes Judas und hat dort ein eigenes Erbteil bekommen, umringt von den Brüdern von Judas. Einige Städte, die zu viel waren, sie wurden jetzt den Brüdern abgegeben. Wir sollten bereit sein, flexibel sein, auch in den Dingen, die wir erleben im Alltag und auch in der Gemeinde, abzugeben. Unsere, unsere Planung anzupassen, wenn sich herausstellt, dass wir mehr haben, als wir brauchen und andere noch auf der Suche sind. Und das dritte Los fiel auf die Söhne Sebulons nach ihren Geschlechtern und das Gebiet ihres Erbteils erstreckte sich bis nach Sarit. Und seine Grenze geht hinauf westwärts und zwar nach Marala, berührt Dabaset und stößt an den Bach, der vor Jokneam fließt. Und sie wendet sich von Sarit ostwärts gegen sonnenaufgang gegen das gebiet kislot tabor und kommt hinaus nach dabrat und geht hinauf nach jaffir und von dort geht sie ostwärts gegen sonnenaufgang nach gath hefer und nach ed kasin und kommt nach rimmon Metoar gegen nea hin und die Grenze wendet sich um dasselbe herum nördlich gegen Hanaton und sie endet im Tal Jeftael mit Katat. Nahalal, Halal, Simron, Jedeala und Bethlehem, das sind zwölf Städte und ihre Dörfer. Das ist das Erbteil der Söhne Sebulons nach ihren Geschlechtern, diese Städte und ihre Dörfer. Wenn wir immer noch von der Volkszählung aus 4. Mose ausgehen dürfen, dann sind die Städte von Sebulon, deutlich stärker bevölkert gewesen. Dort vor allem im Westen und im Nordwesten, wissen wir auch aus der Archäologie, gab es zum Teil recht große Städte. Und so ist also die Größe der Städte bezüglich der Einwohnerzahl durchaus auch variabel, entsprechend den Gegebenheiten. Es gab nicht die eine Patentlösung, die auf jeden Stamm hundertprozentig eins zu eins angewandt worden ist. Das vierte Los fiel auf Isaschar, auf die Söhne Isachars nach ihren Geschlechtern. Und ihr Gebiet umfasste Jesreel, Kisulot, <laughs> Shunem, Hafaraim, Shion, Annaharat, Rabbit, Kision, Ebes, Remet, En ganim En Hadda, Bet Pazes. Und die Grenze berührt Tabor, Zahasima, Bet shemesh und ihr Ende bildet der Jordan. Das sind 16 Städte und ihre Dörfer. Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Isachars. Nach ihren Geschlechtern die Städte und ihre Dörfer. Und das fünfte Los fiel auf den Stamm der Söhne Assers, nach ihrem Geschlechtern nach ihren Geschlechtern. Ihr Gebiet umfasste Helkat, Hali, Beten, Achshaf, Alamelech, Ameat, Misial und stößt an den Karmel gegen Westen und an, an den Sihor Libnat. Und die Grenze wendet sich gegen Sonnenaufgang nach Bet Dagon und stößt an Sebulon und an das Tal Jeftael. gegen Norden, bet Emek und Nichiel und kommt heraus nach Kabul zur Linken und Ebron, Rechob, Hammon und Kana bis an die große Stadt Sidon, die Stadt der Phönizier und die Grenze wendet sich nach Rama und bis zur der festen Stadt Tyros, die Gemeinde mit Sidon in späteren Zeiten da eine große Handelsstätte der später sogenannten Phönizier gebildet haben und biegt um nach Hosa und geht hinaus an das Meer an den Landstrich Achsib und Umma, Afek und Rehob, das sind 22 Städte und ihre Dörfer. Das ist das Erbteil des Stammes des Sohnes Assers nach ihren Geschlechtern, diese Städte und ihre Dörfer. Das sechste Los fiel auf die Söhne Naftalis, auf die Söhne Naftalis nach ihren Geschlechtern und ihre Grenze verläuft von Helef von der Terebinte bei Saanaim Sa an, Sa Sa und von Adami nekeb und Jabneel bis nach Lakum und ihr Ende bildet der Jordan, und die Grenze wendet sich westwärts gegen Asnot-Tabor und geht von dort bis Hukuk und stößt an Sebulon gegen Süden und an Assa gegen Westen und an Juda am Jordan gegen Sonnenaufgang. Und feste Städte waren Sidem sehr Hamat, Rakat, Kineret. Lasst uns gemeinsam beten, lieber Vater im Himmel. Bitte öffne uns doch die Augen, wo wir so reich gesegnet sind. Sei es in materiellen Dingen oder an, an, an Talenten oder Dingen, die du uns geschenkt hast, die wir von Menschen bekommen haben, die wir selbst alle gar nicht für uns alleine gebrauchen können. Und schenk uns den Blick für Brüder und Schwestern, für Menschen um uns herum, die etwas von uns gebrauchen könnten. Und schenke uns ein williges Herz, erfüllt von deinem Geist, das bereit ist, auch abzugeben und andere einzuladen, teilzuhaben. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.